lass mich los, lass mich los, du böse Hand, lass mich los. Hä? Moment mal, wenn das hier nicht Lucky ist, dann bist du Lucky und wenn du Lucky bist, wer ist dann das? Ich kann hier springen und tanzen kann ich hier. Mir ist so kalt, mir ist so richtig kalt. Es ist so kalt, Hilfe. Los! Los, los, schneller! Los, los, dabei! Los, los! Oh, deine ist stecken geblieben. Also Lucky, ich habe gewonnen, meiner war viel schneller als deiner und deiner, naja, der ist irgendwie zu früh abgebogen. Deshalb habe ich gewonnen und ja, du hast verloren. Ich habe gar nicht verloren. Meine Schildkröte war abgelenkt, weil du da auf die Straße ein Bonbon hingelegt hast. Was? Ich habe doch auf die Straße kein Bonbon hingelegt. Doch hast du. Ich habe es genau gesehen. Ja, ja. Also du hast verloren. Lass uns mal Mascha fragen, wer verloren hat. Mascha, bist du da? Hä? Du bist doch gar nicht Mascha, du bist Schweinchen Peppa. Du hast doch in Maschas Haus nichts verloren. Ich bin Mascha. Hey, Jumanji, die kann doch gar nicht reden. Natürlich kann ich reden. Nein, kannst du nicht. Ich sehe doch, dass du die hältst und deinen Mund bewegst. Wo halte ich die? Schau mal, schau mal. Siehst du, ich halte die gar nicht fest. Ah, voll witzig, ey. Lucky, bleib hier. Wieso? Was willst du? Wir machen gleich ein paar coole Experimente und dazu brauche ich dich natürlich, unser Experimentbärchen. Experimente? Oh, ich liebe Experimente. Aber um mit den Experimenten loszulegen, müssen wir natürlich hier alles aufräumen. Übrigens, der Link von Maschas Haus ist in der Beschreibung. Also, Aqualinos sind bereit. Mein Kältespray, was bis minus 45 Grad Kälte kalt ist, ist auch bereit, würde ich mal sagen. So, ich mach mal da eben kurz mal den Deckel weg. Ui, ist was abgefallen. Der kommt da so drauf. Oh, spritzt ein bisschen. Oder ich mache da später einfach den anderen Deckel drauf. Auf jeden Fall, damit haben wir bereits schon mal Experimente gemacht. Und heute machen wir wieder welche. Wir fangen ganz klein an. Und zwar versuchen wir erst einmal einfach ein Aqualino einzufrieren. Oh, Lucky, was soll das denn? Ich will doch damit Experimente machen. Du wolltest mir schon so lange ein Aquarium voller Aqualinos machen. Jetzt ist es soweit. Ich kann hier springen und tanzen kann ich hier. Ja, ich kann springen und tanzen kann ich hier. Ja, Lucky, ich habe es dir versprochen. Es wird auch noch kommen, dass wir dir ein komplettes Aquarium mit Aqualinos befüllen. Bis ganz oben hin. Und dann machen wir dir noch eine Rutsche. Du kannst runterrutschen. Oh, ich liebe Rutschen. Und springen liebe ich auch. Aber zuerst einmal kommst du da mal raus, mein Freundchen. Wir machen jetzt schöne Experimente. Schöne Experimente? Worauf warten wir dann eigentlich noch? Aber mach mir erstmal eine Massage. Aha, Massage willst du? Hier. Autsch! Was soll das? Ich dachte, wir sind beste Freunde. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass beste Freunde sich eine Massage machen. Oh, Langweiler. Also, wir nehmen mal so einen kleinen rosanen Aqualino. Freunde, den Link von Aqualinos lasse ich euch auch in der Beschreibung da, falls ihr Interesse an solchen habt. Oder die kann man auch Wasserperlen nennen. Oder ich denke, einige von euch kennen die unter dem Namen Orbis. Orbis heißen die in Englisch oder auch in der russischen Sprache so. Also, das gute Teil kann ich da irgendwie nicht so greifen. Aber ich habe da mal eine andere Idee. Ich denke, ich stecke es einfach da mal so durch. Da kann man jetzt genau sehen, wie dieser Greifer reingegangen ist. Schon cool, nicht wahr? Hier, für das Kältespray brauchst du eine Brille. Oh, genau. Ich habe ja an die Sicherheit gar nicht gedacht. Also Freunde, eigentlich braucht man für alle Experimente immer eine Brille. Danke, Lucky. So, der Deckel kommt mal ab. Oh, was soll das? Jedes Mal fällt das Teil mir weg. Egal. So, dann habe ich ein bisschen Abstand mit meiner Hand von dieser Spraydüse da. Also, wollen wir mal den Aqualino versuchen einzufrieren. Wenn wir den einfrieren schaffen, dann wird das mit Lucky auch gehen. Da kann man ziemlich gut sehen, wie sich das Teil sofort verfärbt. Also, das Teil ist bereits ganz weiß, sieht aus wie so ein kleiner Schneeball. Oi, das sieht ja wirklich aus wie ein kleiner weißer Eisbonbon. Probier mal. Nein, es ist doch voll kalt, ey. Aber ja, jetzt habe ich Hunger. Mach du mal weiter und ich komme gleich. Na, dann wollen wir mal. Ich glaube, das ganze Teil ist noch nicht ganz eingefroren. Wir müssen da noch ein bisschen was drauf sprühen. So, sieht doch schon mal gut aus. Freunde, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr lieber sehen wollt. Experimente mit Lucky Bear oder Pranks mit Lucky Bear. Schreibt dazu, ich liebe Experimente oder ich liebe Pranks mit Lucky Bear in die Kommentare. Fühlt sich schon hart an, wenn ich das anfasse, schmilzt es auch. Schaut mal. Oh, da sieht man die ganze Eisschicht. Schaut mal. Genau in der Mitte war das noch nicht eingefroren, aber da an der Seite schon. Ziemlich cool, nicht wahr? Also, ich bin davon überzeugt, dass wir Lucky schaffen einzufrieren. Was ist eure Meinung? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ich sag, wir werden es nicht schaffen, denn ich bin uneinfrierbar. Aha, uneinfrierbar bist du.
Ja, ich bin uneinfrierbar. Das ist so eine Superbären-Heldentechnik. Was ist das für ein LKW? Und was hat er denn da drauf? Lucky, was genau ist das hier? So, besteht aus mehreren Teilen, packe ich mal weg. Es kommt mir irgendwie bekannt vor, das Teil war oben drauf, aber was genau soll ich jetzt damit? Ach genau, das war ja der kleine Mixer, da kann man ja was Schönes reinlegen und dann ordentlich mixen. Schaut mal, eigentlich ist es so ein Spielzeugmixer für Kinder. Ja, das ist jetzt das Experiment, wir schmeißen da Aqualinus rein und dann mixen wir das richtig durch. Aha, Experiment, wir wollten dich doch einfrieren. Was, einfrieren? Nein, erstmal machen wir das. Na gut, Deckel weg, testen wir das mal erstmal mit Aqualinus und dann frieren wir Lucky Bear ein. So, da kommt die Aqualinus. Oh Mist, wie immer. Aber die ganzen Teile, die sind so glitschig, die ist ein bisschen schwierig mit der Hand aufzuheben. Aber Lucky wird ja natürlich nicht aufräumen und deshalb muss ich das dennoch machen. So, Deckel kommt drauf. Also Freunde, wollen wir mal testen, ich weiß gar nicht, was mit denen passieren soll. Das ist ja ein Spielzeugmixer, der hat keine scharfen Messer drin. Aber machen wir mal an. Aussehen tut das schon ziemlich cool. Schaut mal, wie bunt es ist. Aber welchen Sinn hat das Ganze jetzt? Jetzt haben wir das Teil ein bisschen gedreht. Der Sinn damit war eigentlich, dich so ein bisschen abzulenken. Wie meinst du das, mich ein bisschen ablenken? Na, damit du vergisst, dass du mit mir ein Experiment machen wolltest und mich einfrieren. Ach ja, und ich wollte noch sagen, schau mal da und tschüss. Warte, Lucky, was soll das? Hey, wir haben doch abgemacht, ein Experiment mit dir. Die Abonnenten haben im letzten Video 3000 Likes gesammelt. Und außerdem bekommst du von mir 2 Bonbons. 2? Worauf warten wir dann noch? Na, wie worauf warten wir dann auch? Erstmal wieder ein bisschen sauber machen. So, und ja, der Mixer muss natürlich auch mal weg. Also, wir haben jetzt Platz genug und wir können loslegen. Okay, komm in meine Hand. Oh, hey, was ist das für eine Hand? Lucky, keine Angst, das ist doch meine Hand. Deine Hand? Wieso ist sie so groß und so grün? Na, weil das die Hulk-Hand ist. Das ist mein Sicherheitshandschuh, damit mir nichts passiert und ich mir aus Versehen die Hand nicht einfriere. Lass mich los, du böse Hand, lass mich los. Lucky, hör jetzt auf zu zappeln, genug gespielt. Okay, das war nur ein bisschen Spaß. Also wollen wir dich jetzt mal ein bisschen einfrieren. Let's go. Oh, schaut mal, Freunde, wie weiß seine Nase ist. Und wenn man genau betrachtet, kann man auch sehen, wie diese kleine dünne Eisschicht bereits anfängt zu schmilzen. Ich würde mal sagen, wir spritzen das ganze Gesicht mal voll und dann schauen wir uns das mal genauer an. Also, so sieht unser Lucky aus. Und? Sehe ich schön aus? Ich fühle mich irgendwie so wie ein Schneemann. Ja, du siehst auch fast aus wie ein Schneemann. Aber ein bisschen weiter müssen wir noch machen. So, schaut mal, Freunde, wirklich wie ein Schneemann. Mir ist so kalt, mir ist so richtig kalt. Es ist so kalt, Hilfe. Ja, das glaube ich dir. Sogar diese Spritzdüse ist ein bisschen eingeformt vorne. Du fühlst dich schon ein bisschen hart an. Ich versuche dich mal ein bisschen aufzubrechen. Aufzubrechen? Ja, keine Angst. Was machst du da? Lass mich los. Irgendwie geht das nicht. Immerhin habe ich dich ein bisschen geschmolzen. Und ja, mal schauen, wenn ich meinen Finger mal so an die reibe. Oh, es wird wärmer. Reib weiter, weiter. Ja, da kann man sehen, ein bisschen Eisschicht ist geschmolzen. Also Lucky, du siehst auf jeden Fall ziemlich cool aus. Oh, der Arme. Der ist ja voll komplett eingefroren. Und übrigens, das ist doch gar nicht Lucky. Hä? Moment mal. Wenn das hier nicht Lucky ist, dann bist du Lucky. Und wenn du Lucky bist, wer ist dann das? Das? Na, das ist doch ganz einfach. Das bist du. Was? Ich bin doch nicht rot und aus Gelatine. Doch, das bist du. Wir brauchen einen Namen für den. Okay, auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Bei 3000 Likes kommt ein nächstes Experiment. Diesmal haben wir mit Eis rumgespielt. Das nächste Mal spielen wir mit Feuer rum. Bis die Tage. Ciao.